Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, ich möchte euch das Spiel Quiver vorstellen. Das hat am 18. Juni die Early Access verlassen und ist jetzt in der Version 1.0 verfügbar. Das Spiel wird trotzdem weiterentwickelt, sagt der Entwickler. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken an den Entwickler, dass er mir hier den Key zur Verfügung gestellt hat. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, was kann ich sagen? Ich habe den Singleplayer-Modus jetzt getestet und ja, das Spiel hat natürlich auch einen Multiplayer-Part und ich denke mal, der macht nochmal umso mehr Spaß. Aber ich habe jetzt heute erstmal für euch das Singleplayer-Video gemacht. Nächste Video wird auf jeden Fall ein Multiplayer-Game. Und ja, was kann ich aber zum Singleplayer-Modus sagen? Man hat verschiedene Stellungen, wo man, sag ich mal, hin teleportieren kann, wenn man drauf schießt mit dem Pfeil. Über einem schwebt so eine große Kugel, die sich auflädt, wenn man Gegner abgeknallt hat. Wenn die Kugel komplett aufgeladen ist, kommt man einen Schritt nach vorne in dem Spiel. Es wird so eine neue Barrikade aufgebaut, weil am Anfang muss man die erste Barrikade beschützen. Ja, und wenn man diese Kugel aufgeladen hat, kommt eine neue Barrikade und so weiter. Also man kann immer wieder den Ball neu aufladen und kommt immer einen Schritt vor. Und irgendwann, wenn man ganz am Ende ist und alles verteidigt hat und immer weiter nach vorne gekommen ist, dann kommt der Endgegner. Ja, der hat mich so ein bisschen erinnert an den Film Tremors, wer den eventuell noch kennt, im Land der Raketenwürmer. Der war echt nicht einfach, ich habe ihn auch nicht besiegt, aber guckt euch einfach das Gameplay an. Das Spiel ist echt cool und ist sogar momentan im Angebot für 15,99 €, ist runtergesetzt. Und ja, ich hoffe euch gefällt das Spiel hier und das Video, und wenn ja, Daumen hoch und ein Abo wäre echt nice. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Gameplay jetzt. Ciao! Hi Leute, ja, hier sind wir bei Quiver und sieht echt cool aus und können gerne mal hier ein bisschen umgehen. Also man kann hier super viele Sachen freischalten. Also hier kann man irgendwie Armory und also Rüstungsgegenstände freischalten und nachher tragen. Die haben alle andere Fähigkeiten, Rüstungsteile. Die kann man dann hier irgendwie auf die Figur ziehen. Und wo waren wir noch nicht? Ja, hier kann man auch irgendwelche Upgrades nehmen. Hier sehen wir, kann man hier den Handschuh zum Beispiel. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt irgendwelche Punkte hätten, könnten wir den wahrscheinlich upgraden. Vermute ich mal. Haben wir aber noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Game und ich wünsche euch viel Spaß. Na, hier können wir jetzt erstmal so ein bisschen üben. Aber schon gut. So, ja. Fangen wir direkt an. Also zur kleinen Erklärung, man kann hier immer hin und her teleportieren. Snapturn gibt es auch. Aber man darf sich halt nicht zu weit nach hinten drängen lassen. Man sollte schon ein bisschen auch nach vorne pushen. Kriegen wir den jetzt hier? Ja. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Los geht's. Gehen wir direkt ein bisschen nach vorne. Da ist schon Kamerad. Also ich habe es eben nur mal so 5 Minuten gespielt. Macht echt Spaß. Also die Bogenphysik ist auch echt cool gemacht. Also seit Indes stehe ich ja irgendwie total auf Bogen-Games. Wobei Indes halt natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie ist, finde ich, von der Physik her. Aber das ist auch echt cool gemacht. Und macht Spaß. Man kann echt gut zielen, auch wenn ich nicht immer treffe. Komm, versuchen wir mal ein Stückchen nach vorne zu kommen. Das nach immer hinten greifen ist natürlich ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, ob man das abschalten kann oder dass immer direkt was auf der Sehne liegt. Vielleicht wäre es dann auch ein bisschen zu einfach. Oh, den hätte ich auch kriegen können, oder? Na, jetzt müssen wir nochmal... Wo ist der Kamerad jetzt? Ah, da, den kriegen wir nicht von hier. Ah. Jetzt aber, oder? Nein!
Jetzt lassen wir uns wegen den hier nach hinten drängen, das kann doch nicht sein. Jawohl. Und wieder nach vorne. Wow, was war das? Okay, wenn... Ach so, okay, wenn die Blase da aufgeladen ist, dann macht die irgendeine Superfähigkeit und wir gewinnen eine Schutzmauer mehr. Gar nicht so verkehrt. Oh, jetzt haben wir so fliegende Monster schon. Und ich kann natürlich nicht treffen. So, da oben hin. Gucken, was hier sonst noch für Gegner kommen. Das Game hat auch einen Multiplayer. Oh, warum treffe ich denn jetzt hier nichts? Ja, wie alle Games macht, hat natürlich im Multiplayer umso mehr Spaß. Werde ich auch noch testen. Aber ich hatte jetzt nur mal kurz Zeit, um das Game hier anzutesten und also Multiplayer werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video von machen. Also finde ich fast einen Tick besser als Elven Assassin. Auch wenn Elven Assassin trotzdem Spaß macht. Also wenn man die so einmal trifft, so Körpertreffer, dann werden die langsamer. Außer wenn man die jetzt den Headshot hier verpasst. Da diese Blase, kann ich die aufschießen? Ja. Okay. Was habe ich jetzt für einen Spezialfeind oder... Okay, irgendwas. Das ist natürlich cool. Okay, wir haben eine neue Schutzmauer gewonnen. Oh, der sieht größer aus. Aber den kriegen wir natürlich mit unserem neuen Pfeil sofort. Okay, müssen wir mal gucken. Oh, die kriegen... Die brauchen natürlich ein bisschen mehr, ne? Du kommst nicht weg. Guck mal, ob keiner um die Ecke gekommen ist. Nein, okay. Also von hier aus kann man, glaube ich, ganz gut verteidigen. Das muss ich nur noch treffen, ne? Och, komm. Jawohl. Oh, jetzt habe ich eine kleine Strähne, ja. Ah, hätte ich nicht sagen dürfen. Da oben hin? Nee, wir müssen wieder zurück. Oder? Nee, okay. Oh, wir dringen ja ganz gut vor. Wird natürlich wahrscheinlich nachher so schwer, dass wir auf jeden Fall irgendwann überrannt werden. Oh, das war fliegendes Großes. Den haben wir uns aber auch gepackt. Ach, den hatte ich doch. Jawohl. Was wieder was? Oh, komm. Jetzt müssen wir aber... Ach Mist. Jetzt kann ich nicht mehr dahin, oder was? Ja, ich müsste natürlich auch noch treffen, ne? Jetzt haben wir wieder Spezialpfeile. Okay, da kommt wieder so ein großer. Wird mir jetzt irgendwie angezeigt, wie viel Pfeil ich davon habe. Oh, die sind ja gefährlich. Die sieht man ja kaum. Wegen dieser Wolke. Aber sieht echt cool aus. Aber den scheint nicht getroffen zu haben, weil der wird echt langsam. Ja. Komm, komm, komm. Jawohl. Ich wollte eigentlich da oben hin, aber packen wir uns die erstmal.
Sind die größer geworden, die fliegenden Viecher? Sieht man, wenn ich hier auf die Pilze oder so schieße, passiert nichts, ne? Ne. Ich wäre mal wie bei Mario auf einmal groß. Komm, 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 komm. Oh ne, die Position ist blöd. Krieg ich gar nichts rein. Oh Gott. Komm, den habe ich noch gekriegt. Auf die Fliegende muss ich echt aufpassen. Jawohl, den haben wir direkt ausgeschaltet. Genau, jetzt haben wir da hinten irgendeine Kugel. Das kriegen wir wahrscheinlich irgendwie. Ach nee, die hätte ich aufbewahren müssen, wenn da jemand vorbeikommt, oder? Nee. Das war doch eine Spezialfähigkeit. Müssen wir mal gucken, was da jetzt passiert, wenn wir da treffen. Sieht aus wie Wind, ne? Ich denke mal, die werden dann zurückgeschleudert, wenn ich jetzt treffen sollte. Und? Oh, der ist direkt down, okay. Kann ich auch mitleben. Boah, der war gut. Der war scheiße. Okay, da konnte sich gerade ein Stück beamen. Ah, viel brauchen wir nicht mehr. Okay, was ist das jetzt für eine Wand? Sind wir jetzt direkt fast am Endgegner oder was passiert jetzt hier? Nee, das sieht krass aus. Wow. Ja, sieht nach Endgegner aus, ne? Was passiert jetzt? Jetzt gucken, ob wir immer wegkommen. Ich weiß nur nicht, wo die verwundbare Stelle von dem Vieh ist. Ah, da ist er doch. Ja, und schon bin ich getroffen und komme einfach nicht weg. Hier kommt nichts runter, das ist gut. Ah, ich wollte da hinten. So, wo kommt der jetzt hoch? Ah. Ist nicht leicht. Erstmal durchblicken, was hier Sache ist. Okay, hier kommt nichts. Muss ich jetzt auf die Dinger schießen? Ah, okay. Also das werden wir auf keinen Fall schaffen, hier Leute.
das jetzt? Hier ploppt die ganze Zeit was auf. Ah. Was passiert denn hier? Yes. Okay. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir irgendwas... Warte mal, das freigeschaltet haben? Dann sieht das nicht so aus, als ob wir irgendwas freigeschaltet hätten, oder? Nö. Seltsam. Was ist da vielleicht? Wenn wir den Bogen jetzt uns packen, legen da hin. Starwood Bow. Aber da kann man jetzt auch nichts machen, ne? Ich bin echt gespannt, was man nachher irgendwie für extra Fähigkeiten hat. Aber ich würde sagen, wir testen das direkt noch einmal. Vielleicht kommen wir ja nochmal so weit. Jetzt dunkel. Mal hier rüber. Okay, reicht halt, um den niederzustrecken, ja. Okay. Ach komm. Oh, ich sehe nicht, wo er ist. Jetzt aber. Das ist ein bisschen Glück, in die Wolke zu schießen. Muss man hoffen, dass man dann wirklich trifft. Der schluckt echt Pfeile ohne Ende. Jawohl. Da sind wir wieder beim Endgegner jetzt, oder? Okay, ja, hoffentlich haben wir jetzt eine Chance. Weil gerade das war relativ chancenlos, das Ganze. Aber bisher gefällt mir das echt gut. Muss ich sagen. Ist da oben? Na, du hässliches Vieh. Ja. Okay, hier kommt nichts hin. Das scheiß Ding kaputt gemacht habe. Oh. Ey, ist das hart. Leck mich am Arsch. Weg, weg. Oh, Glück gehabt. Es poltert er wieder hier, also kommt er da wieder raus. Okay, hier passiert jetzt erstmal nichts.
natürlich hier was raus. Oh, fuck! Das war's. Fuck. Enemy. Was steht da? Repelled? Kann ich jetzt hier irgendwo... Ah, da kommt jetzt wieder... Equip. Das fliegt hier so blöd lang. Ja, komm doch her. Green Leather Gloves. Ja, möchte ich gerne nehmen. Ah, jetzt haben wir es auch. Okay.